placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said that you forget me, Father, did you? They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, I am coming home, no Father, to you. A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. The soldier who had used the sword to pierce the body of our Lord said, truly this was Jesus Christ, our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees and cried, hallelujah, 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 hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown. Then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts, we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah! Hallelujah! Again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice, anointing, hallelujah. But as they went to move the stone, they say that they were not alone, for Jesus Christ has risen, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Mit diesem Lied heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen an diesem Ostermorgen. Und dieses Lied spannt sozusagen den Bogen von Karfreitag zu diesem sonnigen, schönen Ostermorgen. Der Herr ist auferstanden. So ist es, so hat man sich damals und auch heute begrüßt man sich mit diesem sogenannten Ostergruß. Und der eine oder der andere sagt das vielleicht aus dem Brustton der Überzeugung, jawohl, so ist das, dem geht's gut oder ihr und genießt das Leben. Ein anderer sagt, es ist wahr, aber ich merke es gar nicht. Und die Spanne dazwischen kann man unterschiedlich ausloten. Und das Schöne damals wie heute ist, in die unterschiedlichen Befindlichkeiten der Menschen ist Ostern geworden. Hängt nicht von dir und von mir ab, sondern von dem, der auferweckt wurde und der Auferweckte, der Vater, der seinen Sohn aus dem Grab herausholte. Und deshalb herzlich willkommen zu einem Gottesdienst, der ein wenig anders abläuft. Wir hatten im Vorfeld das schon mal angekündigt, wir werden viel singen. Einige werden zu einigen Liedern ein paar Gedanken geben, eigene Gedanken, was sie damit verbinden. Es wird noch einen geistlichen Impuls zu einem Thema geben. Die Blätter liegen vor euch auf dem Tisch, da sage ich später noch etwas dazu. Also ein etwas anderer Ostergottesdienst, als wir ihn gewohnt sind. Herzlich willkommen dazu, aber auch den feiern wir im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich würde gerne mit uns beten und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, du hast Ostern möglich gemacht, weil du deinen Sohn auferwecktest und damit etwas getan hast, womit wahrscheinlich keiner rechnete. Wir dürfen heute Morgen dem ein wenig nachdenken zu dieser Frage, wozu noch Ostern? Und unser Wunsch, unsere Bitte ist, dass durch die Lieder, durch die Gedanken, durch den Impuls, dass das alles zusammenkommt, um uns Ostern an diesem Sonntag, den letzten Sonntag im März dieses Jahres, ein wenig näher zu bringen. Da, wo es notwendig ist, weil Ostern ja nicht an einen Tag gebunden ist. Aber wir danken dir für das Zusammensein, danken dir auch für das Frühstück heute Morgen, dass wir so starten konnten in diesen Sonntag und bitten dich um deinen Segen. Wir denken aber auch an die, die an diesem Tag nicht hier sein können oder die, die einfach innerlich ganz woanders stehen. Durch Verlust eines Menschen, durch äußere Umstände, durch Krankheit, durch Schwachheit. Herr Jesus, wenn ich das richtig verstanden habe, dann gilt Ostern nicht nur für die, die das bekennen können, sondern auch für die, die es nicht erleben, aber erleben möchten. Und so komm du hinein. Mit dieser deiner Gegenwart, so wie du damals hineinkamst in das Leben derer, die trauerten und weinten und dachten, sie hätten alles verloren. Du bist auferstanden, auferweckt, du lebst. Und darum bitten wir dich, begegne gerade den Menschen, die dich besonders brauchen. Und für uns bitten wir das Gleiche, dass du uns segnest, dieses Zusammensein und es zusammenfließen lässt zu deinem Bild. Danke dafür. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Wir werden jetzt zwei Lieder singen, unterbrochen mit der Lesung der Ostergeschichte. Und bevor wir das Lied singen, sammeln wir dann auch unsere Kollekte ein.
Guten Morgen euch allen. Ich lese die Ostergeschichte nach der guten Nachricht für Teens. Aus Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Am Sonntagmorgen dann in aller Frühe nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten sich, sie nicht anzusehen. Sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert euch an das, was er euch schon in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den Menschen, den Sündern, ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Sie verließen das Grab und gingen zu den 11 und allen übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen alles. Es waren Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, sowie die anderen Frauen, die mit ihnen am Grab gewesen waren. Als die Frauen den Aposteln sagten, was sie erlebt hatten, hielten die es für leeres Gerede und wollten ihnen nicht glauben. Nur Petrus stand auf und lief zum Grab. Er schaute hinein und sah dort nichts als die Leinenbinden liegen. Darauf ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Lasst uns zusammen jetzt das Lied »Würdig und herrlich ist das Lamm« singen. Heute Morgen uns ja besinnen und wir singen verschiedene Lieder und Lieder können Herzen bewegen, berühren. Deswegen singen wir sie. Wir können loben. Und Worte, die dieses Lied beinhalten, können unser Herz treffen. Bei dem nächsten Lied
ist ein ganz altes Lied und das verbinde ich mit einigen Erinnerungen. Und es ist jetzt fast 50 Jahre her, wo wir dieses Lied gesungen haben oder wo es mich sehr berührt hat. Das Lied heißt Auferstanden aus des Grabes Nacht und es war Hildur Jans, der das 1975 gesungen hat. Und an diesem Abend oder an den Abenden wurden immer oder häufig dieses Lied gespielt, Auferstanden aus des Grabes Nacht. Jesus hat uns helles Licht gebracht. In Verbindung mit dem Lied, sag nicht nein, Gott ruft auch dich. Und dieses Lied ist mir zu einem Lieblingslied geworden, diese beiden. Warum? Weil ich in dieser Zeit erfahren habe, dass Gott lebt. Und das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Der Manfred hat letzte Woche mal gesagt, Fan oder Follower? Wisst ihr es noch? Und ich habe gesagt, klasse, dass du das gesagt hast. Ich möchte nicht ein Fan sein, sondern ein Follower, ein Nachfolger für Jesus. Und die Frage ist, und ich gebe die einfach so spontan an euch weiter, was machst du mit der Nachricht, auferstanden aus des Grabes Nacht? Bringt es die Freude? Es ist fast unglaublich, und Christoph hat es ja am Anfang schon gesagt, wie wir uns dazu stellen. Ich möchte dir einfach Mut machen, diesem Jesus nachzufolgen und zu glauben, weil er Antworten gibt auf Fragen, die im Leben kommen. Sei ein Follower, ein Nachfolger, und wenn du es noch nicht bist, dann sprech uns an und wir beten mit dir, dass du einer wirst. Auferstanden aus des Grabes Nacht. Und jetzt kommen wir zu den Zetteln, die vor euch auf dem Tisch liegen. Und es liegen auch Stifte dabei. Und wir haben uns im Vorfeld darüber Gedanken gemacht und laden euch ein,
einmal über diese Frage für euch nachzudenken, nicht alleine, sondern so, sagen wir so vier, vielleicht, ja, der man gegenüber sitzt, ja, vier Leute oder fünf Leute. Und wir haben 5 Minuten oder ihr habt 5 Minuten Zeit, um mal zu überlegen, wozu noch Ostern? Und ich ergänze jetzt mal, wenn Karfreitag doch schon war. Also wozu Ostern, wenn Karfreitag doch schon war? So 5 Minuten und ich gucke auf die Uhr und jetzt wünsche ich euch gute Gedanken und schreibt ein bisschen was nieder, weil wir sammeln das dann gleich und stellen das mal hier vorne hin und dann gucken wir mal und dann möchte ich gerne noch ein paar Gedanken dazu sagen. Ein fröhliches Schaffen euch. Dann musst du nur Frank sagen, dass er die Kanzel hochregelt. Ja. Okay. Thank you.
So, ihr Lieben, 5 Minuten können ganz schnell um sein. Ja, so ist es. Von daher, ich weiß, ich lade euch ein, die Fahrt zu unterbrechen und hinterher weiter zu fahren und vielleicht auch weiter sich darüber zu unterhalten. Aber jetzt bitte euch, wir werden jetzt ein Lied singen und gebt mal bitte die Zettel hier vorne nach vorne. Ich sammle ihn ein und werde es hier mal ein bisschen dran heften. Und dann gehen wir mal miteinander so ein bisschen durch, was geschrieben wurde. Also alles vorlesen wird ein bisschen lang dauern, aber ich danke euch schon mal für all die Gedanken, die ihr aufgeschrieben habt. Gehen wir einfach so ein paar Sachen durch. Wozu noch Ostern, weil Karfreitag sonst sinnlos wäre? Müssen wir nochmal fragen, warum sinnlos? Vielleicht gibt es ja eine Antwort darauf. Frei von Schuld zu sein. Karfreitag und Ostern gehören zusammen. Wozu noch Ostern? Wir wären Idioten. Das finde ich auch sehr prägnant ausgedrückt. Bestätigung, dass Jesus wirklich der ist, der er ist. Weil er mit unseren Sünden gestorben ist. Ohne die Auferstehung bleibt der Tod an Karfreitag. Ostern ist die Freude, die nach der Trauer kommt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gibt es noch ganz viele andere Dinge. Karfreitag wäre bedeutungslos, Ostern Neubeginn. Ohne Ostern macht Karfreitag keinen Sinn. Wie gesagt, ich
Lass das einfach mal, muss gleich mal umdrehen, wenn was runterfällt, will ich es wieder dran kleben, weil ich mit euch gerne ein paar Gedanken teilen würde. Und im Grunde genommen sind manche schon auf der Spur dessen, was Ostern letztendlich ist und warum Ostern notwendig ist. Ich habe am Karfreitag hier vorne einige Sätze angeschrieben, wo es darum ging, dass diese sieben Worte Jesu sozusagen unser ganzes Leben umfassen. Also Zuspruch in unser Leben sind, weil er sie kannte, diese Situationen, und er den Satz gesagt hat und dieser Satz sozusagen auch eine Einladung ist für uns. Du kannst durch mich, oder dir kann durch mich vergeben werden, du gehörst durch mich dazu, du bist von mir angenommen, du darfst die Fragen des Lebens bei mir stellen, dein Weg zu Gott ist durch mich frei, dein Durst wird bei mir gestillt, du kannst dich bei mir bergen. Das waren die Sätze, und jetzt kommt die große Herausforderung. Ich hoffe, es funktioniert. Das waren die Sätze. Es gab zu meiner Zeit, als ich noch jung war, noch Schecks. Die kennt ihr vielleicht auch noch. Also heute ist es ja, was ist ein Scheck? Also ein Scheck war ein Stück Papier, da hat man was eingetragen, einen Betrag, und dann an Überbringer oder wie auch immer. Und dieser Scheck, der war sozusagen genauso viel wert, dieses Stück Papier, wie eben diese Zahl, die da drauf stand. Ich nehme mal eine Zahl von 10.000 Euro und dieser Scheck, der wurde mir dann übergeben. Das heißt, dieser Scheck hatte diesen Wert. Karfreitag und das, was wir miteinander bedacht haben, hat genau diesen Wert, dass Jesus das genau so gesagt hat. Das nimmt von dem Inhalt überhaupt nichts weg. Aber was mache ich, wenn ich mit diesem Scheck zur Bank gegangen bin und dann hat er oder sie, die mir gegenüber saß, unten rechts drauf geguckt. Dann stand dann, ich sag mal, Angelburg, Dehn. Und da brauchte es einen Namen. Ohne diesen Namen hatte der Scheck die gleiche Bedeutung. Aber nur mit diesem Namen konnte der Scheck eingelöst werden. Und im Grunde genommen ist es genauso Ostern. Ostern ist sozusagen die Legitimation Gottes, dass das, was Jesus am Kreuz sagen konnte, sich auch erfüllt. Schuld kann vergeben werden. Deshalb, Schuld kann vergeben werden, weil Jesus auferstanden ist. Wäre er nicht auferstanden, hätte er auch sagen können, dir sind deine Sünden vergeben, aber es wäre keine Legitimation gewesen, weil man kann ja viel sagen. Und durch die Auferweckung des Jesus aus den Toten ist sozusagen all das, was er gesagt, gelebt und getan hat, im Nachhinein von Gott legitimiert worden für die, die es auch nicht glauben wollten. Für die Jünger, die haben auch manchmal gefragt, aber gerade wenn es um die Schuld geht, wenn Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht, dann hat er diesen Scheck ausgestellt. Und wenn er sagt, oder wenn er auferweckt wird an Ostermorgen, dann hat Gott diesen Scheck unterschrieben und es ist gültig. Das heißt, auch Gebet. Gebet ist etwas, was man durch die Zeiten hindurch getan hat. Aber wenn Jesus das Vaterunser lehrt und in diesem Vaterunser plötzlich nicht mehr der Heilige, der ferne Gott, sondern dieser Abba, dieser Papa, dieser Begriff der Beziehung hineinkommt, dann ist im Nachhinein das legitimiert durch die Auferweckung des Jesus von Nazareth aus den Toten. Ohne das wäre das alles eine Farce. Und wer das nochmal nachlesen will, 1. Korinther 15, da hat mich der Apostel Paulus genau diese Diskussion geführt mit der Gemeinde in Korinth, wo Leute gesagt haben, es ist doch ganz egal, ob der auferstanden ist oder nicht. Hauptsache, wir glauben daran. Und Paulus sagt, ohne die Legitimation, ohne dass Gott gesagt hätte, das stimmt,
Für alle die, die von mir aus gesehen links liegen, links sitzen. Ohne das heißt das, macht den Laden zu, geht nach Hause und verbringt eure Zeit mit besseren Dingen, weil das alles wäre totaler Blödsinn. Und wenn wir heute Morgen hier sitzen und sagen, Ostern, das ist natürlich ganz viel. Das ist das, was Jesus gesagt hat, das wird bestätigt. Und dann in 1. Korinther 15 geht Paulus noch ein bisschen weiter und macht das an zwei Dingen fest. Und er sagt im Grunde genommen, er spricht von der Erstlingsgabe. Also, dass Jesus die Erstlingsgabe Gottes ist. Erstlingsgabe geht zurück auf das Alte Testament. Und die Erstlingsgabe war das, wenn die Früchte sozusagen anfingen reif zu werden und das, was man zuerst ernten konnte, das war für Gott bestimmt. Aber diese ersten Früchte, sie zeigten denen, die kamen und ernten schon, dass es eine gute Ernte werden würde oder auch nicht. Das heißt, diese Erstlingsgabe war ein Hinweis darauf, wie die Ernte sein sollte. Und da sagt Paulus, und genauso ist es für dich und dein persönliches Leben. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann würden wir alle im Grab liegen bleiben. Und so wie Jesus die Erstlingsgabe Gottes ist, im Sinne der an die Menschen, dass die Auferstehung genauso auch bei denen, die an Jesus glauben, passieren wird, so hat er das gemacht an Ostern und gibt uns ein Pfand in die Hand. Genauso wird es sein. Ohne Auferstehung wüssten wir es nicht. Das ist das Erste, was er sagt. Und das Zweite, was er sagt, ist, dass mit Christus eine völlig neue Geschichte beginnt. Und deshalb ist bei einem, wenn einer zum Christ wird oder zur Christin wird, Neues entstanden. Eine neue Beziehung. Nicht mehr die Adam-Gott-Beziehung, die belastet ist, sondern die Christus-Gott-Beziehung, dass wir durch Christus von Gott angesehen werden. Und das, was er getan hat, durch die Auferstehung legitimiert, auch für mich und mein Leben gilt. Das ist das, was uns persönlich betrifft. Und lass mich noch einen Gedanken sagen zu dem großen weltweiten Geschehen, was wir augenblicklich erleben, wo wir sagen, Menschenmeier, wie soll das weitergehen? Ostern hat da etwas initiiert. Stellt euch vor, ihr habt zu Hause im Garten einen Teich und der ist richtig groß und richtig voll gefüllt mit Wasser. Und ihr taucht oder geht rein oder wie auch immer, wie tief das Ding ist und nehmt einen Nagel und macht ein Loch in diese Plane, die das Wasser vom Erdreich trennt. Und dann kommt ihr hoch und guckt euch diesen Teich an und ihr sagt, ist doch nichts passiert. Oberflächlich betrachtet ist doch alles gleich geblieben. Man sieht nichts. Was aber passiert ist, dass mit der Zeit das Wasser durch dieses Loch hindurch ins Erdreich versickert. Entschuldigung. Und irgendwann wird es auch an der Oberfläche sichtbar. Und Ostern hat sozusagen dieses Loch in diese Geschichte dieser Welt gestochen und auch in die Geschichte der Machthaber, die glauben, sie hätten das Sagen. Die Schlacht ist geschlagen, der Krieg ist geschlagen, aber die Schlachten müssen noch gekämpft werden. Sie sind sozusagen entmachtet, die Feinde auf dieser Erde, aber noch nicht entthront. Und das ist das, was uns Christen an manchen Stellen so schwer zu schaffen macht. Aber Ostern sagt, das Loch ist gemacht, unwiederbringlich, ein für allemal. Und je länger die Zeit dauert, kann es sein, dass es umso chaotischer wird. Aber je länger die Zeit dauert, umso näher ist auch das Sichtbare, dass sich etwas völlig verändert hat. Und Jesus ist sozusagen auf Siegestour. Es gibt, und damit möchte ich schließen, es gibt eine Geschichte, dass vor einigen Jahren zwei Fußballclubs miteinander gespielt haben. Ich muss gerade mal gucken, AC Mailand gegen FC Liverpool und zur Pause stand es 3-0 für Mailand. Und jeder hat gedacht, das Spiel ist vorbei. Jeder denkt heute, das Spiel ist vorbei.
Und dann gab es die zweite Halbzeit. Keiner rechnete damit. Und irgendwann hat ein Fan die Hymne von Liverpool angestimmt. Und diese Hymne heißt You Never Walk Alone. Und diese Hymne hat sich weitergetragen an die Leute, die neben ihm saßen. Und plötzlich war das ganze Stadion am Singen, zumindest die Fans von Liverpool, You Never Walk Alone. Und das, was die gemacht haben, hat auf dem Rasen etwas ausgelöst. Und das Spiel ging 5-3 für Liverpool aus. Niemand hätte damit gerechnet. Das Spiel ist dann zu Ende, wenn der Schlusspfiff kommt und nicht unterwegs. Und Ostern sagt, der Schlusspfiff wird kommen und der Sieger steht fest. Und der ist auf deiner und meiner Seite und begleitet uns durch unser Leben. You never walk alone. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke dafür, für das, was du getan hast. Allmächtiger Gott, danke dafür, dass du deinen Sohn legitimiert hast durch die Auferweckung und dass wir heute Morgen daran denken können. Und so bitte ich dich um deinen Segen, dass das, was wir gehört haben und das, was wir noch hören werden, die Lieder und all das mit uns gehen und uns in dem Glauben bestärken, jawohl, du hast recht. Und untermauere das mit der Begegnung, da, wo es ganz notwendig ist und jeden Tag neu, wo wir leben. Und mach uns das bewusst, you never walk alone, weil du lebst und du auferstanden bist und uns sagst, so wird es mit denen sein, die an mich glauben. Danke dafür. Amen. Lasst uns als Antwort singen, Gott hat den Sieg.
Jesus, meine Hoffnung lebt. Dieses Lied hat mir eigentlich schon immer viel zu sagen gehabt. Aber seit letzten Samstag, als wir Robert im Friedwald in Bad Laasfe beerdigt haben, da ist es in mir noch mal ganz groß geworden. Was wäre gewesen, wenn der Robert diese Hoffnung auf Auferstehung und bei Jesus zu sein nach seinem Tod nicht gehabt hätte? Was wäre das für ihn gewesen, wenn nach dieser Zeit der Qual ein Leben dann nicht mehr da ist, wenn man einfach tot ist und man weiß nicht unbedingt, was danach kommt? Das ist mir da wieder ganz neu geworden und das hat mir auch wieder so viel Mut gemacht. Alles das, was wir glauben, was uns Hoffnung macht, hat er uns zugesagt und er zeigt es uns immer wieder tagtäglich, dass er mit uns geht, dass er bei uns ist, dass er uns immer wieder Hoffnung schenkt, auch in dunklen Tagen und dass wir mit dieser Hoffnung auf ihn hin, auf seine Ewigkeit hin leben dürfen. Und Karfreitag und Ostern zeigen es uns ganz besonders. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern Jesus ist auferstanden und hat uns so den Weg zum Vater frei gemacht, hat uns unsere Schuld weggenommen und hat uns ein frohes Herz geschenkt. Und er schenkt uns auch immer wieder einen festen Glauben und die Zuversicht, dass er da ist in allen Dingen, die uns bewegen und dass wir zu ihm kommen dürfen mit allen Sorgen und allen Nöten und dass er auch mit uns durch diese Zeiten geht, wenn die Schmerzen und das Alter zunimmt, wenn die Kräfte weniger werden, er ist da und er weiß darum. Und das darf uns auch immer wieder tagtäglich Mut machen. Jesus, meine Hoffnung, Jesus, unsere Hoffnung lebt. Das wollen wir jetzt singen. Thank you.
hatte ich ein Telefongespräch. Und wie man so fragt, fragte ich, wie geht's dir? Und die Person antwortete, am liebsten gut. Habt ihr das auch schon mal gehört, wenn ihr gefragt habt? Mir war das neu und ich war ein bisschen stutzig und nach einer Pause mussten wir beide lachen. Aber das hat mich gedanklich beschäftigt. Am liebsten gut, ist es nicht der Wunsch von uns allen? Ein Leben in ruhigem Fahrwasser, überschaubar, einschätzbar, sicher. Für die Lebensphasen, die Gott uns schenkt, dürfen wir auch dankbar sein und sie genießen. Verheißen ist uns das nicht. Früher haben wir ein Lied gesungen, die Älteren kennen das noch, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein, oh. So ganz kann ich das nicht mehr singen. Ich lebe meinen Alltag mit kleinen und großen Aufgaben und Herausforderungen, möchte mit Jesus unterwegs sein, aber manchmal nehme ich gar nicht wahr, dass der Auferstandene immer an meiner Seite ist. Und wenn ich versage, vergibt er mir und ich darf wieder neu anfangen und mit ihm weitergehen. So ist unser Leben, vielleicht auch das von dir. Aber manchmal geht es ums Überleben. Die meisten von euch wissen von der schweren Erkrankung meines Mannes. Ich hoffe, meine Stimme hält. Vor fast 2 Jahren. Es traf uns völlig unvorbereitet. Nichts mehr mit ruhigem Fahrwasser, nichts mehr mit am liebsten gut. Angst, Sorge, keine Ruhe. Nachts aufschrecken aus dem eh wenigen Schlaf in dieser Zeit. Gott mein Leid klagen, fragen, warum? Keine Antwort darauf. Hätte mir eh auch nichts genützt in dieser Zeit. Aber stattdessen habe ich Jesus ganz neu erfahren. Ich möchte solche Zeiten nicht durchleben, aber manchmal wird er gerade im dunklen Tal existenziell erfahrbar. Ich habe seine fürsorgende Liebe erfahren und den Frieden, den nur er schenken kann. Ich habe erlebt, wie er durchträgt. Und er hat mir immer zur rechten Zeit einen Vers, einen Bibelvers, einen Psalm oder einen Liedvers in meine Gedanken gegeben. Und ich konnte zur Ruhe kommen. Und ich denke, es ist gut, wenn man darauf zurückgreifen kann, in der Not. Und es ist gut, wenn Menschen wie ihr im Gebet und in Gedanken mittragen. Vielen Dank nochmal dafür. Der Refrain des Liedes, das wir jetzt singen wollen, hat mir ganz besonders geholfen. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir her. Frieden mit dir. Lasst uns das singen. Du bist ein Schwer.
Ein ganz herzliches Dankeschön euch, die ihr uns einen Einblick gegeben habt in euer Leben. Zwar punktuell, aber verbunden mit Liedern. Und es zeigt, das wäre nie möglich gewesen, wenn es Ostern nicht gegeben hätte. Und weil es Ostern gibt, gilt das für jeden von uns. Besonders das, was du gesagt hast, Christine, am Ende hat mich nochmal neu berührt, dass eben wir manche Situationen durchleben müssen und plötzlich dann dieser starke Turm da ist, ohne dass ich ihn suche, ohne dass ich einen Weg beschreite, und plötzlich offenbart sich Jesus als der, der zu dem steht, was er sagt. Und das möchte ich euch, besonders euch als Familie, die ihr auch trauert um Hannelore, nochmal wünschen, dass ihr genau das erlebt, auch beim Abschied nehmen übermorgen auf dem Friedhof in Gönnern und für all die, die es betrifft. Und ich empfand das eine wertvolle Zeit, weil ihr uns ein wenig hineingenommen habt in euer Leben. Und es macht noch einmal deutlich, dass Ostern keine Fiktion ist, sondern real, so wie wir leben und Ostern erfahrbar ist und Jesus erfahrbar ist. Und das wünsche ich uns auf unserem Weg als Einzelne, als Gemeinschaft, als Gemeinde, dass diese Oster nicht auf einen Tag beschränkt ist, sondern immer wieder neu plötzlich vor uns steht und wir überrascht sind und froh sind, dass da einer unser Leben begleitet, in der Hand hält und uns auch ans Ziel bringen will. Und so werden wir gleich noch ein Lied singen, das das Ganze nochmal umfasst. Die Geburt bis zur Auferstehung in Christus ist mein ganzer Halt, und mit diesem Lied dann auch in diese Ostertage zu gehen. Und bevor wir das Lied miteinander singen, würde ich euch gerne noch den Frieden Gottes zusprechen, und wenn es möglich ist, den bitte ich, dazu aufzustehen. Paulus sagt einmal im Philipperbrief, dass der Friede Gottes, der höher ist als all unser Vernunft, unsere Herzen und Sinnen bewahren wird. Und was da steht, ist im Grunde genommen, dass der Friede Gottes unser Herz in Schutzhaft nimmt oder wie ein Torwächter ist, damit das, was wir erleben und sehen, nicht ungefiltert an uns herankommt. Und in diesem Sinne, geht in diesen Sonntag, in diese Ostertage unter dem Frieden dieses Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er wird unsere Herzen bewahren. In und durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. In Christus ist mein ganzer Halt. Ja, wer möchte, kann auch gerne dazu stehen bleiben. Aber lasst uns dieses Lied singen und so diesen Gottesdienst beschließen. Und ich möchte noch einmal ganz herzlich Dankeschön sagen allen, die mitgewirkt haben. Ich empfand es einen besonderen Gottesdienst. Vielen Dank euch allen. Dankeschön. Christus ist mein ganzer Halt.
allen ein gesegnetes Osterfest. Gute Tage, der Herr mit euch, bis wir uns wiedersehen.